Im Radio haben sie schon ganz in der Früh den kältesten Tag des Jahres angekündigt. Minus 25 Grad zeigt das Thermometer auf der Ostlöhütte. Der Wind hier oben auf über 1800 Metern ist eisig. Die Bäume wie erstarrt. Bei diesem Wetter muss Manfred Fröis oft in seinen Keller. Er beheizt nur wenige Zimmer der Hütte. Fast das ganze Jahr über lebt er hier auf dem Gipfel des Breitenbergs, hoch über Pfronten. Ich war immer gerne in die Berge, weil ich komme von den Berg, weißt. Aber dass ich auf so eine Hütte stoße, ich wollte das gar nicht kaufen, wollte es auf jeden Fall nicht. Aber das ist halt so automatisch, das ist automatisch gekommen, weißt du. Ich weiß selber nicht. Der Hüttenwirt hat gesagt, was die Hütte gehört hat, verpachten tut das nicht, er tut es nur verkaufen, er verkauft es nur. Und durch das ist es so gekommen, da hat man die Hütte gekauft. Das war im Februar 1977. Seitdem gehört Manfred Fröis, der ursprünglich aus der Steiermark stammt, die einsame Gipfelhütte in den Allgäuer Alpen. Für die Leute unten im Tal, in Fronten, ist der Hüttenwirt fast schon ein Allgäuer. Keiner nennt ihn noch Manfred. Hier ist er, der Fred. Gut haben wir drin, oder Joe? Also. Und wenn Fred Hilfe braucht, dann steht ihm sein Freund Joe Tankel zur Seite. Der Allgäuer Bergbauer kennt sich hier oben aus. Heute müssen sie runter in den Wald neues Holz holen. Aber bei der Kälte macht selbst die Schneeraupe Schwierigkeiten. Manchmal springt sie gar nicht erst an. Schlüssel brauchen wir. Jetzt probieren wir nochmal. Jetzt versuchen wir es Lick. Nix. Geht nicht. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt geht er schon. Jetzt muss man eine andere Hand schmieden, das geht nicht mit dir. Kommt jetzt mal. Ja, ja. Laufen, Feuer. Ja, Sir. Dieses Jahr hat Hüttenwirt Fred seinen Freund Joe schon oft geholt. So einen anstrengenden Winter hat er lange nicht mehr gehabt. Ja, der Januar war ganz schlecht, halt heuer, weil so viel gestürmt und geschneidert. Da haben wir Geschwindigkeit, Windgeschwindigkeit gehabt von 150 Stundenkilometer. Und die Schneeverfrachtung, bis zu 3-4 Meter Schneeverfrachtung hat man gehabt am Weg und so. Und der Joe hat mir halt nachher wieder geholfen und ist raufgekommen und sind wir mit der Raupe Stück für Stück sind wir runtergefallen. Aber das ist saugefährlich, weißt du, auf so einem schmalen Weg, wenn man da ein bisschen wegkommt vom Weg da runter, dann ist das rum, da bringst du die Raupe nicht mehr hoch. Es geht den Ostler Forstweg hinab. Nur Joe Trenkel kennt den Platz. Er hat das Holz geschlagen und aufgestapelt, aber da war es noch Sommer. Jetzt ist alles tief verschneit. Irgendwo unter dem Schnee liegt der Holzstoß. Jetzt kriegen wir schon eine Ladung. Hüttenwirt Fred braucht dringend neues Brennholz. Der Vorrat ist bald zu Ende. Auf der Hütte wird kein Holz genommen, nur alles mit Holz. Da heizen wir nur mit Holz, weißt du. Ja, da brauchen wir ziemlich was. Ich war bei so einem Winter wie heuer. Aber hier unten ist nicht mehr so kalt, gell? Und die Bäume sind dahinter gestanden.
Dann ist er rausgezogen mit der Seilwinde. Da habe ich es abgelenkt auf den Meter. Dann mit dem Spalter gemacht und aufgeschlichtet. Was wir rausbringen, der haben wir raus. Ja. Weil, warte, gib das auf. Trotz Sonnenschein, oben auf dem Gipfel ist es immer noch richtig kalt. Bei solchen Minustemperaturen geht Anna gar nicht erst vor die Tür. Auch sie lebt hier oben, seit 10 Jahren mittlerweile. Eigentlich kommt sie aus Bulgarien und heißt mit richtigem Namen Aneta Ristova. Als Freds Freundin ist sie die Wirtsfrau mit allen dazugehörigen Aufgaben. Normalerweise ich war kein Bergmensch. Ich komme vom Meer. Aber hier gefällt mir auch. Und habe ich Arbeit gesucht. Dann habe ich diesen Vertrag gefunden. Die sagen so oft, du hast schönsten Arbeitsplatz. Schön ist schon, aber trotzdem Arbeit, viel Arbeit. Und im tiefsten Winter, wenn die Kälte die Ausflügler fernhält, kann es trotz aller Schönheit doch recht einsam sein. Die Männer kehren zurück mit der schwer beladenen Raupe. So eine Pistenraupe ist eine beachtliche Investition. So eine Raupe kostet 150.000 Euro. Und dann, wo ich die Raupe gekauft habe, bei der Firma, die haben mir das Zeug draufgegangen und gesagt, so jetzt fast. Weißt du? Das erste Mal, wie ich runterfahren haben müssen, habe ich gesagt, ich rufe gleich wieder an, die können es wieder mitnehmen. Ich fahre da nicht, habe ich gesagt. Und dann musst du fahren, hilft ja nichts, gell? Entweder. Und so ist das gekommen halt. Und jetzt fahre ich ja schon 10, 15 Jahre. Was meinst du, wenn wir da einen Kreuzstoß machen? Nein. Geht's? Ja, außen schon normal. Außen, ja. Außen schon. Drinnen in der Hütte sind die Frauen schon beim Kochen. Zum Abendessen erwarten sie Gäste. Und Anna weiß, dass die Kälte hungrig macht. Der Salat ist nur die Vorspeise. Anna braucht heute Unterstützung. Margit Buchmann hilft ihr beim Kochen. Sie hat selbst lange hier gelebt und gearbeitet. Irgendwann zog es sie ins Tal zurück. Jetzt kommt sie nur noch an den Wochenenden.
Für Fred und Anna ist die Arbeit dann alleine nicht zu schaffen. Draußen zieht Nebel auf. Keine 150 Meter unterhalb der Ostlerhütte wird eifrig gebaut. Diese Gruppe hat ein Eskimo-Wochenende gebucht. Schon heute Nacht wollen sie in ihrem selbstgebauten Iglu schlafen. Die Zeit wird knapp. Es wird bald dunkel. Bergführer Thomas Osterried ist der Baumeister. Schneesäge und Schaufel sind das einzige Werkzeug beim Iglobau. Der Rest ist Handarbeit. Möchtest du dir mal einen Blick reinwerfen? Das ist der Eingang. Ja. Hallo. Mir war es draußen ein bisschen zu kalt, beziehungsweise habe ich meine Füße gar nicht mehr gespürt und deshalb bin ich kurz hier reingegangen und habe meine Schuhe mal ausgezogen und versuche jetzt hier meine Füße ein bisschen warm zu kriegen, weil draußen ist schon echt zapfig. Also hier drin hat es bestimmt, weiß nicht, so 0 Grad oder so wird es auf jeden Fall haben. Es ist schon wesentlich wärmer als draußen. Die Kälte wird langsam auch für die anderen zum Problem. Ja, da ist nur Thomas, grüß dich Fred. Na, du kommst dann mit der Raupe rau und holst mir ein paar Leute. Die standen rum und es ist kalt. Und es dauert sonst zu sagen, wir müssen noch fertig bauen da runter. Bis wann bist du da? Okay. Ja, wenn die Raupe da springt, dann rufe ich dich mal an. Viertelstunde. Gut, passt gut. Also bis gleich. Ja, danke für die. Super. Es klappt. Heute ist alles kalt, heute ist alles eingefroren. Der Rest der Gruppe bemüht sich, schnell fertig zu werden. Schauen wir mal, mal zu. Ja, wir schneiden immer so Trapeze aus und man fängt unten einfach an, versetzt sie immer nach innen und versucht die Oberfläche ein bisschen schräger zu machen, sodass es nach innen wölbt, sonst wird es zu hoch. Und am Schluss muss man das Stopfen nehmen. Zu. Dann schütten wir es noch mit Schnee zu, dass die Löcher zu sind und dann passt. Dann, Antoni, dann laufst du mit denen runter. Ja. Und Fred kommt mit der Raupe entgegen. Und der nimmt, der soll sie in die Raupen nehmen. Einer gehen die auf die Hütte, dann sind die schon warm. Geil. Den Iglo-Bauern kommt Fred mit seiner warmen Raupe sehr gelegen. Ja, zwei, drei Mal habe ich schon gehalten, ja, das ist öfter so. Aber heute ist extrem. Die Kinder haben aber keine, das ist